interessanten ist eine Stadt mit sehr vielen Mythen. Unter anderem ist es der Geburtsort des legendären Siegfrieds aus dem Nibelungenlied. Der hat mal in Drachenblut gebadet und war danach fast unbesiegbar. Und was machst du gerade, Anne? Ja, ich trinke das Nibelungenblut und dann bin ich unbesiegbar. Ja, und noch viel mehr als das. Wir holen uns mal ein bisschen Nachschub und den gibt's hier im Siegfried-Museum. Ja, und für alle, die von dieser Sage noch nie etwas gehört haben, es geht um einen Königssohn, den Siegfried, der auszog, um Abenteuer, Ruhm, Reichtümer und die Liebe seines Lebens zu suchen. Der berühmte Drachentöter schien unbesiegbar, bis er von Hagen getötet wurde und letztendlich an seinen eigenen Taten scheiterte. Ja, und das Siegfried-Museum hier in Xanten, das stellt die wichtigsten Charaktere aus eben dieser Nibelungensage vor. Das Museum zeigt, wie das Nibelungenlied entstanden ist, aufgeschrieben und dann vergessen und wiederentdeckt wurde. Es zeigt, welchen Einfluss das Lied auf die Gesellschaft und die Politik ausgeübt hat und welche Spuren es in der europäischen Geschichte hinterlassen hat. Wer sich das alles nicht selbst erarbeiten möchte, der kann natürlich auch Führungen durch das Museum machen. Auch für Kinder werden hier verschiedenste Programme angeboten. Thank you.